Was zum Teufel? Das kann ich auch, Dickerchen. Ja, Moment, Moment, Moment. Da muss ich mich auch ein bisschen um die Kleinen kümmern, sonst... Moment. Au. Hey. Der ist weit geflogen, der Dicke. Also zumindest seine Waffe. Ich weiß nicht, ob er mitgeflogen ist. Das speichern wir aber jetzt auf jeden Fall kurz. Das hat nämlich echt gut geklappt. Zum Glück haben wir so viele Raketen dabei. Gibt es da was drin? Nein. Och, kommt schon. Uah. Das ist echt ekelhaft. Schnauze. Schnauze. Was? War gerade beschäftigt, konnte den Quest nicht lesen. Irgendwas mit TNT. Irgendwas mit TNT und Tunnel oder so. Ah. Knall, bumm. Kein Knall, bumm. Ja, da laufen vier Kabel entlang. Irgendwas habe ich vergessen. Eins, zwei, drei, vier. Lalalalala. Was wohl dieser Hebel macht? Ach du Scheiße. Au, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Was? Au. Hilfe. Cool. Shit. Au. Leute. Aus. 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 Und komm her. Böse. Böse. In die Ecke. Hey. Ich hab gesagt, böser Mutant. Böse, böse, böse.
Hört doch mal auf, hinter mir herzurennen. Mein Gott, echt. Das macht mich fuchsig, sowas. Hier komme ich jetzt wohl nicht mehr durch, oder? Ah. Stille. Endlich Stille. Das war ja jetzt gar nicht so wild. Gut. Ja, dann stehen wir doch mit Redstone jetzt schon ziemlich gut. Hoffe ich. Wir hätten vielleicht doch mit dem Auto fahren sollen. Das ist ja ekelhaft, hier lang rennen zu müssen. Siehst aus, als könntest du mit deiner Waffe umgehen. Wenn du was verdienen willst, geh rauf zu Dietrich. Dietrich. Gemerkt. Gehen wir erstmal zu Redstone. Hey, hallo. Hallo. Du kannst sehr gut Mutanten vermöbeln. Aber Mutanten sind keine Gearheads. Wenn du ihren Weg kreuzt, wird es dir leid tun. Okay. Wenn du das sagst. Hey du! Hör zu, mein Geschäftspartner, ein Typ namens Dietrich, braucht Hilfe. Er sucht jemanden, der gut schießen kann. Wenn du interessiert bist, melde dich bei ihm. Er wohnt hinter Janies Laden. Die habe ich beim ersten Mal auch kaum gefunden. Was machst du da? Beweg deinen Hintern zu Jones. Er wartet auf dich, verdammt. Komm zurück, wenn du dich um seine Probleme... Ja, halt die Schnauze, Fettsack. Ich habe mich um seine Probleme gekümmert. Wo ist Jones, die alte Napfsülze? Nicht schlecht. Die Höhle ist mutantenfrei und du lebst noch. Redstone hat den Richtigen für den Job ausgesucht. Ich sag ihm, was du gemacht hast. Und den Weg wieder zurück. Meister, du schuldest Redstone immer noch was. Beweg deinen Arsch nach oben. Was schuldig dem Fettsack denn? Ist sein Eimer mit Hähnchenkeulen leer oder was? Das war okay. Aber Mutanten zu verkloppen ist nicht schwer. Aber ich weiß was, was dir deinen Platz hier sichern würde. Okay, das ist meine Stadt. Aber ich muss mich um die Gearheads kümmern. Sie sind nichts weiter als Ödlandbanditen. Aber sie kontrollieren die Stromversorgung der ganzen Region. Und die Preise steigen. Verstehst du? Ich möchte meine Stadt aus ihrem Würgegriff befreien. Hab gehört, dass sie Feltrit mit Plutonium kombiniert haben. Wenn das wahr ist, dann können wir uns die Sachen holen und damit die Energieprobleme für lange Zeit lösen. Hier kommst du ins Spiel. Sie haben das Zeug irgendwo in einem alten Tresor in der Bank über uns deponiert. Du musst für mich in die Bank einbrechen. Öffne die Schatzkammer und hol mir das Feltrit. Verstehst du, was ich brauche? Ja, Feltrit hast du doch gerade gesagt. Du machst Folgendes. Du kannst zu einem Gang in die Bank gelangen, wenn du durch die alten Büros der U-Bahn gehst. Hier, nimm diesen Schlüssel. Damit kommst du in das alte Verwaltungsbüro. Dann geh einfach geradeaus und hoch. Alles klar.
geradeaus, hoch, links, rechts, alles klar. So, hinter dem Laden von der guten Frau. Ach, das da, hier. Was, aber der wohnt dahinter? Dahinter. Ah. Hallo. Ah, endlich. Der Fremde, von dem alle reden. Hab dich schon erwartet. Sei willkommen. Baron von Dietrich. Weißt du, in meiner Chemiefabrik gibt es ein Problem. Und auf der Straße sagt man, du wärst für sowas genau der Richtige. Der Job ist kinderleicht. Meine Destillerie läuft praktisch von alleine. Du brauchst nur meine leeren Abfüllflaschen zu finden und sie in die Destillerie zu stellen. Und dann wartest du, bis sie voll sind. Einfacher geht's nicht. Aber wie gesagt, es gibt da dieses eine Problem. Wenn du die Destillerie anschaltest, werden die Mutanten es hören. Und wenn sie kommen, musst du so lange durchhalten, bis die Flaschen voll sind. Glaubst du, dass du das Zeug dazu hast, das zu bewerkstelligen? Ach, für eine gute Flasche Destillierten mache ich doch alles. Aha, wirklich sehr gut. Die Chemiefabrik liegt nördlich der Stadt. Wenn du wiederkommst, werde ich dir etwas sehr, sehr Wertvolles geben. Da bin ich gespannt. Vielleicht dein Helm? Dein Helm ist geil. Zeig nochmal. Wahnsinn.